Also es gibt zwei Blöcke, wenn man so will. Das sind einmal die große Sammlung, die der Guillermo Deißler, selber ein Mail-Artist, zusammengetragen hat und der Akademie übergeben hat. Und dann gibt es ja, die aktuelle Mail-Art-Aktion zum Thema Academy, wo wir Zusendungen aus 38 Ländern bekommen haben. Also die Mail-Art-Szene ist ja noch eine sehr lebendige. In den 60er, 70er Jahren hatte sie eine andere Funktion, speziell in der DDR, war das schon etwas Subversives und es gab viele Tricks, wie man die Behörden, vor allem die Stasi-Behörden, überlistete. Aber ich habe selbst in meiner Stasi-Akte lange Beschreibungen gefunden von einzelnen Postkarten und die Hintergründe und die Absichten, die da vermutet wurden. Also das war eine subversive Angelegenheit. Es gibt einen Kollegen, Clemente Ballin, der im Uruguay sogar mal im Gefängnis für seine Tätigkeit als Mail-Artist gesessen hat. Aber es wird ein Bedürfnis weitergeben, glaube ich, etwas in der Hand halten zu können, weiterzureichen können. Und deshalb glaube ich schon, dass gerade im elektronischen Zeitalter, wo man ja den Eindruck hat, alles löst sich im Netz auf, das wird nicht geschehen, glaube ich. Die Postkarte ist nun mal eine Möglichkeit, bietet die Chance auch für nicht Künstler, die sich per se als Künstler verstehen. Etwas zu montieren, zu kollagieren. Das ist meine Hoffnung, dass hier möglichst viele Leute angestiftet werden, sich ihre eigenen Postkarten zu machen.